damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu EA FC Mobile. Endlich bin ich wieder zurück. Mir geht's wieder besser. Die Facecam ist auch wieder endlich zurück am Start. Ich habe jetzt auch für mein neues iPhone hier endlich auch ein neues Gerät. Das heißt, es kann ab nächster Woche wieder losgehen mit Streams. Wöchentliche Streams, das heißt 1 bis 2, 3 Mal in der Woche. Also mindestens 1 bis 2 Mal. Wenn es sich anbietet und ich Zeit habe, dann halt auch ein drittes Mal. Das heißt, nächste Woche wird es wieder regelmäßige Livestreams geben als Information für euch. Wir werden heute reingehen ins neue Hullbreaker Event und ich denke, wir werden direkt das erste Hullbreaker Pack Opening rausknallen. Hullbreaker, ihr seht's, also ihr habt wahrscheinlich schon gespielt, Hullbreaker passt. Eigentlich müsste ich mir einen Toni Kroos holen, ich sag's euch, wie es ist. Toni Kroos, ja. Ich denke, das werden wir in den nächsten Tagen machen. Toni Kroos brauche ich eigentlich im Team, weil hier in meinem Wohnzimmer hängt ein original signiertes Trikot von Toni Kroos. Toni Kroos ist einfach Ehre und Toni Kroos ist einfach ein super Typ und eines der besten deutschen Fußballer auf der Welt oder ja, seit oder eines der besten deutschen Fußballer, die es je gab. So, Punkt. Nicht der beste, aber eines der besten auf jeden Fall. Genau, hier, Team 1 ist derzeit am Start, da gibt es auch interessante Spieler hier, nennt Fonzi Davis, linkes Mittelfeld 94, also sind schon super Spieler dabei, Reece James, Rechtsverteidiger, Rafael Leao als Stürmer, 94, da haben da viele spekuliert, es ist CR7, aber das wäre die nächste CR7 Special Card, deswegen war es ein bisschen unwahrscheinlich. Wir werden erstmal hier die drei Skilly Vanillis machen. Gestern hatte ich gespielt. Ich weiß nicht, habe ich einen Tag von Hullbreaker verpasst? Ich glaube ja, einen Tag habe ich nicht gespielt gehabt. Aber dafür heute wieder zurück am Stisselwandel. Und ihr seht ja auch meine Münzen. Ich weiß nicht, wann ich die ausgeben soll, Leute. Ich denke, zum Football Freeze Event sollte es dieses Jahr ein Football Freeze Event geben. So, Mitspielerflank haben wir als nächstes. Und dann. Und ich muss auch wieder dringend zum Friseur, wenn ich mich hier so sehe. Meine Seiten, also oben geht vollkommen klar. Aber die Seiten sind zu lang, aller. Und bupp, Horry macht rein. Schön. Schön, 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 schön. Schön, easy ist auf der Welt zu sein. Heute ja auch Deutschland gegen die Türkei. Ich wäre theoretisch da gewesen. Ich muss aber heute Abend auch normal arbeiten. Und bin bei einer anderen Veranstaltung von meiner normalen Arbeit aus. Deswegen kann ich bei Deutschland gegen Türkei nicht dabei sein. Ich hätte auf jeden Fall ja, Tickets bekommen oder Tickets gehabt, aber hat leider dann nicht geklappt. Dann erst wieder. Nee, nächste Woche ist Hertha Auswärtsspiel, glaube ich. Ne? Und das ist nächste Woche Hertha Heimspiel? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall erstmal wieder beim nächsten Hertha-Spiel bin ich dabei. Da ich jetzt auch endlich wieder in Deutschland bin, ich war ja auch lange Zeit in Indonesien, ich habe eine Hertha-Dauerkarte und habe dieses Jahr bis jetzt ein Spiel von Hertha gesehen, live im Stadion. Alle anderen Spiele war ich nie zu Hause. No joke, true story. So. Was haben wir hier? Das ist, ach so, für 200 Punkte kriegt man Girasi, aber untauschbar. Muss ich mal gucken, wen ich mir denn da hole. CPU-Spiel möchte ich jetzt nicht machen, also zumindest nicht in der 20 Uhr Folge. Genau. Aber den Rest können wir eigentlich machen. Das Champions League haben wir auch noch das erste Skillspiel, ne? Ja, habe ich auch noch nicht gemacht. Das können wir auch noch kurz machen. Dann können wir uns die Champions League Belohnung holen und dann können wir eigentlich auch schon reingehen in die Hullbreaker Packs. Ich öffne, aber ich gehe erstmal in den Shop. Ich habe mir nicht im Vorfeld angeguckt, welche Packs ich mir da holen kann. Ja. Huh. Ja, perfekt. Latten schießen. Challenge. Lattenschießen Challenge. Perfekt, Digi. Huch. Ja, dann machen wir das so. Und links unten. Ich wollte unbedingt dieses rechte Teil da oben abknolzen. Aber dann machen wir das halt so. Die anderen sind CPU-Spiele, deswegen mache ich die wieder nicht in der 20-Uhr-Folge. Und eine Sache triggert mich gerade. Ich habe es hier. Ich muss ganz kurz das bisschen dicker machen. Wartet mal. Das triggert mich nämlich, dass es nicht komplett unten. So, jetzt haben wir ein perfektes Bild, ne? Jetzt ist unten kein schwarzer Scheißrahmen mehr oder scheiß schwarzer Balken. Deswegen ist es jetzt hier wieder besser. So, das können wir uns abholen und dann kriegen wir die Belohnung sogar. Celtic, bupp. Das heißt, Gruppe E sind wir durch. 83er bis 85er, wen haben wir? Hoffentlich, also Walker wird es wahrscheinlich sein.
Walkie Like a Talkie, aber es kann eigentlich kein richtig hoher sein, weil es 83 bis 85 ist. Das ist Atletico Saul, oder wie der heißt. Ja, Saul Niguez, 84. 2000 Münzen, haben oder nicht haben, ich nehme es auf jeden Fall mit. So, Top vom Fokus. Ich könnte mir jetzt einen Spieler holen, aber die sind auch halt alle uninteressant, ehrlicherweise. Ich brauche keinen 85er. Ein Legendenverein war das hier, ne, mit Company und Co. Wo es ja auch komplett lost war, was ich da gemacht hatte. Das war das komplette Rino. So, wir gehen rein, Jungs. Wir gehen rein. Ins Rulebreaker Pack Opening. Shoppel. Und dann müssen wir uns mal gucken, was wir uns da holen. Rulebreaker Special Pack. Angebot Packs. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt 5 davon öffne, lass mich mal ganz kurz recherchieren. Ich mache mal jetzt mit Gems sogar. Es ist ein Walkout. Spanien. Hector Bellerin als Woolbreaker, Junge. Wie geil ist das denn? Ich dachte jetzt normal, aber es kam halt, weil es eine normale Animation war. Ich dachte, Woolbreaker hat irgendwie eine Special-Animation. Das ist natürlich sehr geil. Woolbreaker, Hector Bellerin, 3 Millionen Münzen. Schmeckt. Somit sind wir ganz gut dabei. Aber wieso ist das denn nicht hier? Freischaltung nach dem Kauf von 5 Woolbreaker Angebot-Packs. Dann ist es das hier, ne? Fuck. Ja, macht Sinn. Dann lasst uns die öffnen und dann noch das Special Pack. Da habe ich Bock drauf. Und dann könnte man nämlich auch was Geiles ziehen. Erstes Pack, Walkie Like a Talkie. Argentinien. Void 83. Ja, reden wir nicht drüber. Frimpong mit dabei, aber solides Pack hier. Reus. Summiert sich. Sind 500.000, 600.000 Münzen. Komm, bitte, EA. Bitte. Wieder. Nein. Das muss nicht sein. Marcus Llorente, Fratesi. Pack Nummer 3. Bitte. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube das nicht. Jetzt habe ich alles gesehen hier. Wenn jetzt wieder Void kommt, dann raste ich aus. Bitte nicht Argentinien. Das kann nicht sein, Digga. EA, wollt ihr mich irgendwie flachsen oder was? Oh, 1 Million Münzen, das ist nice. Und Jan Sommer mit 500.000 Münzen. Das war nice, aber... Fünfmal den gleichen Spieler. Hä? So, jetzt will ich das hier haben. Bob, gönn EA. Da ist jetzt so viel drin, ne? Da ist jetzt so fucking viel drin. Tschechien. Wie heißt er? Chlosek 86. Ja, okay. Ugarte für 600.000, Varan 1 Million, Zaha 800.000, Diaz 800.000, 1,4 Millionen Münzen so drin. War in Ordnung, jetzt nichts Geisteskrankes, würde ich sagen. Und jetzt habe ich noch das Gratis-Pack hier, ne? Ja, 88 bis 94er gratis. Das ist natürlich nice. Komm, EA, bitte gönn. Gönni. Mach den Gönnjamin. Hector Bellerin. Ich fasse es nicht. Zweimal gezogen, den Esel. Zweimal Hector. Aber es sind 3 Millionen, Leute. Es sind 3 Millionen Münzen. Nehme ich auf jeden Fall mit. Also, ne? Jetzt nicht so richtig schlecht. Rulebreaker Gratis Pack auf Kampf, Bub.
Ah, Rinne. Rinne, 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 Rinne. So, dann werden die hier noch fix raufgestellt. Und die gehen sogar direkt weg. Das ist natürlich schmackhaft. Und somit könnten wir heute sogar live hier in der 20-Uhr-Folge die 300 Millionen Münzen knacken. Okay, Flosser geht nicht weg, Varan geht weg. Noch eine Million könnte vielleicht sogar schon reichen, ne? Ich stell mal die Spieler hier nochmal rauf. Luis Diaz. Dann Zaha. Dann mache ich noch, probiere ich Ugarte. Ja, okay, wird auch rausgehen. Und Jan Sommer mache ich noch. Den Rest mache ich dann privat oder irgendwann demnächst. So, Bub, das sind 7 Millionen. Boah, das reicht noch nicht, aber wir haben noch die drei Spieler, das reicht. Also wenn einer davon jetzt weggeht, dann haben wir es. Aber das sind die Spieler, die halt, wo es 10 auf dem Transfermarkt sind. Oh Mann, Digga, es fehlen einfach so wenige Münzen. So wenig. Kriege ich hier was? 33.000 Eriksen. Lul. Kann ich nicht noch irgendwie irgendjemanden da verticken? Ja, jetzt ist ich. Ja, weil. Lil und Sommer und Luis Diaz sind weg. 1,2 Millionen. Wir haben 301 Millionen Münzen, Junge. 301 Millionen, ist das geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Das war's für die heutige 20-Uhr-Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.